Yo Leute, wir sind wieder am Start und zwar im Wald. Nach einer langen Pause haben wir uns dann doch mal wieder durchgerungen. Ja, wir hatten einfach keinen Bock, muss man ganz einfach sagen. Also ich würde sagen, Lisa hatte keinen Bock. Schreibt mal in die Kommentare, wer hatte von uns bei keinen Bock. Und wie ihr es am Titel schon gesehen habt, geht es um eine Märchen-Kinderrunde. Und im Hintergrund seht ihr schon den ersten Cash. Ja. Den ersten Cash. Da ist das Ding. Eine kleine, große, je nachdem wie man sieht, komm mal näher ran. An die gute Raupe hier, ne? Sieht ein bisschen spooky aus, das Ding. Denn? Aber ich glaube, hier die hat ein bisschen komische Augen, ne? Und die sind auch angekaut. Schielt ein bisschen das Ding auf jeden Fall. Aber gar nicht drauf. Hier ist auf jeden Fall das erste Döschen. Und ich würde mal sagen, oh, ich habe das Geräusch vermisst. Nochmal. Cash ist gelockt. Und dann würde ich mal sagen, jetzt schon ganz aufgeregt und rennst und nimmst du doof auf zum nächsten Cash. Und guckt euch mal diese lange Nose an. Pinocchio oder was? Ah, das ist es nicht. Ich glaube, du musst den. Ich muss an seiner Nase packen. Du musst den Jungen an seiner Nase packen. Nee, so muss ich nicht klappen. Aha. Yes, sir. Oh, das ist aber schwer. Fass mal an. Ziemlich schwer. Oh Gott. Bestimmt 100 Gramm. Jack, yes, yeah. Vitamin C brauchen wir jetzt noch. So, jetzt erzähl mal, warum haben wir denn so lange kein Video gedreht? Also ernsthaft jetzt. Ja, ganz einfach, weil wir alle von euch wissen und das auch schon tausendmal gehört haben, haben wir ja hier gerade eine Corona-Pandemie. Ach nee. Ja, nee. Und ja, die hat es ein bisschen schwierig gemacht für uns, jetzt hier groß durch die Gegend zu reisen. Ja. Wir sind deswegen kürzer getreten. Wir hatten auch noch einiges vor. Wir wollten zum Beispiel eine kleine Deutschlandtour machen. In Harz wollten wir fahren. Wir wollten in Harz. Aber es war ja leider nicht erlaubt. Nee. Und immer in der Homezone haben wir uns gesagt, bisschen langweilig. Haben wir auch schon alles abgegrast fast, ne? Haben wir jetzt echt viele Smileys gesammelt schon. Und ja, haben wir mal eine kleine Pause uns gegönnt, ist ja auch nicht schlecht. Nee. Ne? Und ja, aber es geht jetzt wieder weiter. Das können wir jetzt hier sagen. Verkünden. Und es wird jetzt auch wieder öfter ein Video von uns geben. Also bleibt dabei. Rein. Seid gespannt. Und wir sehen uns am nächsten Cash. Und da hat mich doch schon von der Straße an das nächste Döschen angelächelt. Das ist richtig cool. Hallo! Hi. Komm mal her. Das ist auf jeden Fall. Ah, hier unten ist der Cache. Ich glaube. Ja. Man muss hier drehen an der Uhr. Dreh mal. Und da kommt er raus. Nein. Wie cool. Wie lang geht denn die Leine? Lang genug. Für Lilliputaner auf jeden Fall geeignet, das Ding hier. Und wir sind am nächsten Spot angekommen, da unten. Ist es endlich mal eine dicke, fette, große Dose heute. Dicke, fette Dose. Und ich sehe schon die sieben Zwerge. Ah, wie cool. Und ist das etwa Schneewittchen? Ja, nee. Ich dachte Dornröschen. Na, das kenne ich doch auch. Oh, schieß auf meinen Fuß. Entschuldigung. Und auf jeden Fall liegt Schneewittchen hier im Sarg. Nochmal einmal rein. Da so liegt ein die kleines gute Püppchen. Davor sind die sieben Zwerge. Ja, voll cool. Und ja, wir haben hier wieder einen richtig schönen klammen Lappen auf jeden Fall. Hatten wir lange nicht. Hatten wir lange nicht und hoffentlich wird es auch nicht noch einen geben heute. Doch, doch, da kommt noch was. So, jetzt wird gelockt und dann Attacke zum nächsten. Ich habe den Cash hier schon gefunden und Lisa hängt mal wieder hinterher. Ja. Was ist das Ding? Ja moin, Frau Elster oder was? Frau Elster, oh, vorsichtig, Schatz. Magnetic. Sehr schön. Fund. Ja, und heute wieder so ein bisschen. Oh, meine Schuhe. Ja, meine Elster, ist das ein Märchen oder was ist das? Ja, kennst du nicht den Fuchs und Frau Elster? Ah, Fuchs und Frau Elster. Pittiplatsch oder so? Ja, Pittiplatsch. Nee, ist das ein Märchen? Nicht. Auf jeden Fall ist uns aufgefallen, dass ganz oft bei den Runden das Thema Märchen ja auch stattfindet. Ja, wir haben schon übelst viele Märchenrunden gefunden, ne? Und das ist irgendwie ganz oft das Thema Märchen. Weil wir hatten echt so fast die Hälfte der Runden, die wir bis jetzt gefunden haben, waren eigentlich immer Märchen, was ja auch nicht schlimm ist. Nein, die sind immer cool gemacht. Und guck mal hier. Da. Lustig. Ja. Und ja, nee, das wollten wir einfach mal nachfragen, ob euch das auch so geht. Oder seid ihr vielleicht Owner von Märchenrunden und könnt ihr vielleicht eure Runde sogar empfehlen als Owner? Ja. Würde so also wir feiern die Märchenrunden, nicht falsch verstehen. Ja. Aber die sind echt ganz schön präsent. Und manchmal tatsächlich auch gar nicht so eintönig, wie man es
wie man sich bei Märchenrunden denkt, auch immer das gleiche Märchen, immer vielleicht die gleiche Versteckart oder so. Nee. Ist eigentlich nicht so, ne? Vielleicht, weil das auch Caches oft mit Kindern gemacht wird, so dass man da so ein bisschen Lerneffekt hat, damit die noch so ein bisschen an die Märchen sich so erinnern, weil sie Spaß dran haben. Oh, das Märchen, das kenne ich noch. Ja, wer kennt denn heutzutage noch Märchen? Also ja, heutzutage ist jetzt so als Erwachsener, hast du nicht mehr so die Berührungspunkte mit Märchen und da freust du dich jetzt vielleicht auch nicht so extrem wie ein Kind. Ja, schon wenn du jetzt gerade Frau Elster wieder siehst, in Form eines Caches. Das stimmt. Ja. Gib mir mal ein Stück. Jetzt werden wir loggen und dann haben wir noch 2, 3, 4, 5. Mal gucken, wie viele noch auf dem Weg hier liegen, nicht? Na ja, mal schauen. Mal schauen. Ich würde ja fast sagen, da ist das Ding. Da ist das Ding. Nehmen wir hier weg. Oh. Da ist das. Nee, genau. Also, heute ist auch nicht mein Tag, du. Irgendwie. Ein bisschen dödelig heute. Ups, Entschuldigung, das war. Ja, ich würde sagen, wir haben den nächsten gefunden und der sieht ein bisschen creepy aus. Der nächste und auch der letzte. Und auch der letzte. Das ist eine Eule. Jetzt reißt sie auch noch den Kopf ab. Aber Hauptsache an den Catch kommen wir ran. Schön. Ich dachte, das wäre magnetisch, aber irgendwie ist es doch nicht so. Ja, schlecht finde ich das gar nicht. Vielleicht war ja ein Tischler am Werk hier. Man weiß es nicht. Boah. Voll die Dornen in der Hose, ey. Alles für den Kopf. Jawohl, den Dornen in der Hose. Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen. Das ist mein Humor. So. Ja, ich würde sagen, wir loggen jetzt. Oh, und das war der letzte Cache für heute? Genau. Kurz und schmerzlos dieses Video und von Anfang reicht es vielleicht auch. Ja, okay. Und dann sagen wir doch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.